Was ist eine Genossenschaft? Eine Genossenschaft ist kein Verein. Eine Genossenschaft ist kein Club. Eine Genossenschaft ist keine lose Interessensgemeinschaft. Eine Genossenschaft ist ein Unternehmen, eine Gesellschaft, die ihre Besonderheiten hat. Welche sind diese? Die Europäische Union definiert Genossenschaft wie folgt. Eine Genossenschaft ist eine autonome und freiwillige Vereinigung von Personen, die sich zur Befriedigung ihrer gemeinsamen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bestrebungen und Bedürfnisse zusammengeschlossen haben. Dieses Unternehmen befindet sich in gemeinschaftlichem Eigentum und wird demokratisch geführt. Wem gehört die Genossenschaft also? Die Genossenschaft gehört allen Mitgliedern, die dasselbe Mitspracherecht haben. Genossenschaften sind nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet, sondern primär auf die Förderung ihrer Mitglieder. In der Genossenschaft werden die Gewinne auf die Mitglieder nicht in Form von Dividenden ausgeschüttet, sondern in der Regel im Unternehmen reinvestiert. Das schafft Sicherheit, vergrößert das Eigenkapital und fördert die Entwicklung der Mitglieder. Eine Genossenschaft ist eine Gesellschaft mit veränderlichem Kapital. Der interne Aufbau richtet sich entweder nach dem Modell der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH, oder nach der Aktiengesellschaft, AG. Wann sind Genossenschaften entstanden? In weiten Teilen Europas bildeten im 19. Jahrhundert wirtschaftliche Not und soziale Armut eines der größten gesellschaftlichen Probleme. Verschiedene Sozialreformer wie Friedrich Wilhelm Raiffeisen in Deutschland oder Leone Wollenborg und Don Lorenzo Guetti in Italien entwickelten neue Unternehmensformen, in der alle Mitglieder füreinander hafteten. Mitglieder legten ihr Erspartes in die Kasse und konnten bei Bedarf einen Kredit beantragen, der für Investitionen benötigt wurde. So entstanden auch in Südtirol erste Sennerei-, Obst- und Kellereigenossenschaften und Sparvereine, welche die Urform der Raiffeisenkassen darstellen. Kannst du ein Beispiel nennen? Natürlich, Josef zum Beispiel. Ich bin Bauer und produziere Milch. Diese liefere ich täglich der Milchgenossenschaft, deren Mitglied ich bin. Sie vermarktet meine Ware. Als kleiner Bergbauer würde ich nicht bestehen können. Im Netzwerk mit anderen Bauern sehr wohl. Deshalb haben wir uns zu einer Genossenschaft zusammengeschlossen. Sie gibt uns Stabilität, schafft Vertrauen und sichert das Einkommen unserer Familien. Genossenschaften sind heute in nahezu allen Bereichen und Branchen zu finden und spielen im Gesellschafts- und Wirtschaftsleben eine wichtige Rolle.